gerade am Strand. Das ist ja ein bisschen ungewohnt für meine Videos. Aber ich bin hier gerade in Nordirland, um genauer zu sein in Newcastle. Wer von euch war denn schon mal in Nordirland? Was habt ihr gemacht? Habt ihr Sightseeing gemacht oder wart ihr vielleicht sogar wandern? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Man kann hier nämlich gut wandern, haben wir gehört. Und zwar gehen wir nämlich nachher dahin in die Moran Mountains. Das sind also so die typischen Häuser hier in Newcastle. Ihr seht das, das sind alles so kleine, schnucklige Gebäude mit riesengroßen Fenstern, damit möglichst viel Licht reinkommt. Und gegen diese Fenster weht nachts auch ordentlich der Wind. Das haben wir heute Nacht schon miterlebt. Wir sind nämlich gestern Abend schon angereist. Und zwar sind wir mit dem Flieger nach Dublin geflogen, von dort mit dem Auto gefahren. Das war ganz so einfach. Das kann euch Felix erzählen, der hinter der Kamera dabei ist. Ja, es ist ja etwas ungewohnt, so auf der linken Seite zu fahren. Wir sind auch erstmal falsch eingestiegen, dann hatte ich plötzlich das Lenkrad vor mir und dachte so, nee, ich will eigentlich gar nicht fahren. Und dann sind wir so gefahren, okay Marlene, guck mit, dass wir auf jeden Fall auf der linken Seite bleiben, dass uns hier irgendwie nichts passiert. Aber wir sind ja heil irgendwie angekommen und jetzt sind wir hier mittendrin an diesem Küstenort. Und das Spannende ist eigentlich, dass, schaut mal, hier stehen überall so Palmen rum oder sowas und das irgendwie in diesem rauen nordirischen Klima. Da ist unser Bed and Breakfast. Nice to meet you. Come on in. Come on in. Das ist das Wohnzimmer. Wir haben gestern schon gearbeitet. Und da gibt es Keks und Kaffee. Ja. Jetzt zeige ich euch mein Zimmer. Willkommen, willkommen. So sieht also der Raum hier aus. Super schön, oder? Wir haben heute die Fiona mit dabei und hi Fiona, nice Hello, to meet you. Nice to meet you as well. Fiona ist Wanderführerin und kennt sich in den Moran Mountains richtig gut aus, kommt aber auch in anderen Teilen der Welt rum und zwar war sie jetzt vor kurzem am Everest Base Camp. So, how was Everest Base Camp? Everest Base Camp was beautiful. We were very lucky with the weather and I got to do that wonderful flight into Lukla with no problems. We weren't delayed at all and I met some wonderful people, some skiers up in the Everest Base Camp itself. And I've done lots of treks around the world, but this is one that has to be seen. You've got your green mountains, and then you look up and there's the big snowy ones. It's just absolutely amazing. Totally amazing. But do you still like the Moran Mountains after your experience at Everest Base Camp? Home is home. Home the is Moran home. Mountains are spectacular. Yeah. Small, compact group of mountains, scenic everywhere you look, steeped in history, and yes, only I wish we had better weather all the time. Today is beautiful. Yeah. Today is a perfect day. Well, the wind will keep us cool. We've got nice brightness, so hopefully we see the Isle of Man and see all around us. Yeah, it's a good day. Wir stehen jetzt schon mittendrin in den Moran Mountains und ihr seht, das sieht alles so ein bisschen mystisch aus. Es ist also kein Wunder, dass es hier auch als Drehort für Game of Thrones gedient hat. Es gibt hier noch mehr zu wissen. Hier ist nämlich diese eine lange Mauer, die sich über 35 Kilometer durch die ganzen Moran Mountains zieht. Und die geht einmal so rundherum, da über den höchsten Berg, den Slieve Donar. Das ist der höchste Berg Nordirlands mit 849 Metern. Und dann immer, immer weiter bis zum Slieve Binion, auf den wir gleich hinaufwandern werden. Und diese Mauer wurde gebaut, um diese Stau sehen, die hier künstlich angelegt wurden, vor Verunreinigung zu schützen, dass hier eben keine Tiere reingehen. Weil dieses Stauseewasser wollte man zur Wasserversorgung von Belfast nutzen. Zur Höhle. Ich habe jetzt meine Taschenlampe am Handy schon bereit gemacht. Das geht jetzt nämlich da rein, durch dieses dunkle Loch da unten. Und das sieht ganz schön eng aus und ist es scheinbar auch. Ich muss ein bisschen reingehen, bis ich überhaupt wieder aufstehen kann. Und diese Höhle haben früher Schmuggler genutzt, um sich darin zu verstecken. Ja.
widerstehen. Ganz schön eng, ganz schön düster. Ich find's ein bisschen gruselig, wer weiß, was da hinten lebt. Servus. Hallo. Puh. Zurück. Eng. Tageslicht. Wir werden jetzt hier so 3-4 Meter nach oben klettern. Für die wahren Kletterer unter euch gibt es hier aber noch viel coolere Möglichkeiten, um zu klettern. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir wollen ja weiter zum Bergsee. Der Stauseen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich finde, das sieht aber gar nicht so künstlich aus wie so ein Stausee, sondern eher wie so ein Fjord. Also da liegt einfach so dieser See da unten drin und rechts, links ragen dann diese Bergwände nach oben. Und gleichzeitig ist hier immer noch so ein Spiel durch Licht und Schatten, weil immer wieder die Sonne so zwischen den Wolken hervorblitzt. Und dadurch hat es irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre hier. Jetzt eilig. Ich hab auch. Dass man kaum noch laufen kann. Also dann werde ich so nach rechts oder nach links geschüttelt. Aber jetzt sind wir gleich da. Wir stehen kurz vorm Gipfel. Felix, wenn du in die andere Richtung schwenkst, sieht man unser Ziel schon. Also auf einem von Nordirlands höchsten Bergen. Den allerhöchsten könnt ihr hier da hinter mir doch sehen. Und das Besondere hier ist ja, dass wir so auf der einen Seite dieses bergige Land sehen und auf der anderen Seite können wir auf das weite Meer hinausblicken. Da sieht man so die Wellen teilweise direkt an den Strand kommen. Und da kann man auch bis nach Irland runterschauen. Da habe ich vorhin, als wir oben angekommen sind, Dublin so in der Sonne glitzern sehen. Also eine richtig coole Aussicht. Und was gibt's? Für mich gibt es Classic Fish and Chips. Das war's, wir sind zurückgekehrt und wir haben unsere Wanderführerin extra noch gefragt, was macht man nach einer Wanderung? Und natürlich war die Antwort, man bestellt sich ein Guinness und man geht Fish and Chips essen. Das sind nämlich typische Sachen, auch für Nordirland. Und den Rat haben wir natürlich dankend befolgt und der Bauch knurrt so ein bisschen. An sich war die Wanderung ja nicht sonderlich schwierig, es war nur relativ lang. Aber das ist auf jeden Fall für jeden machbar und so haben wir auch einen großen Teil der Mourne Mountains direkt erkundet. Sind ja auch an vielen spannenden Sachen vorbeigekommen. Und es ist auf jeden Fall eine Tour, damit kommt ihr raus in die Natur, euch begegnet kaum eine Menschenseele und ihr seid einfach mittendrin. Aber generell, wenn euch mal eine Menschenseele begegnet, muss man sagen, dass die alle hier extrem freundlich sind. Auch hier in Newcastle, jeder sagt Hallo oder freut sich, dass wir irgendwie da sind und winkt und ich finde das voll schön hier. Deswegen, mir gefällt es bisher richtig gut hier. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Gefällt mir oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis dann! Mahlzeit! Danke! Verdiente Pommes hier, ich sag's dir.